größere Projekte auch für größere Kunden gemacht, auch viele Projekte für kleinere Kunden. Da war ja schon was da, aber das ging ja dann darum, das Ganze noch ein Stück weit auszubauen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo glaube ich, der Hebel am besten ist. Also natürlich. Hallo, herzlich willkommen. Michael Franke, Geschäftsführer von der GMPsoft GmbH. Hallo. Und Gründer der Igniting Innovation. Wir sind gerade dabei, Ihren neuen Brand aufzuziehen, hochzuziehen und aufzubauen und im Markt zu platzieren. Naja, da wollen wir jetzt nicht irgendwie zu viele Details verraten, weil wir da gerade sozusagen initial erst dabei sind. Aber wir haben schon ein paar, sagen wir mal, Steine ins Rollen gebracht. Kleine Schneebällchen, ne, die langsam größer werden. Und wie ist da so dein Feedback bis jetzt bezüglich der Zusammenarbeit mit Klein Marketing, bezüglich dem Aufbau dieses neuen Brands, Igniting Innovation? Und bitteschön. Finde ich sehr wertvoll, da schon mal dieses erste Feedback überhaupt zu bekommen. Klar, man muss dann immer erstmal am Markt dann testen, wie weit funktioniert das Ganze. Aber natürlich sind so ein zweites und drittes Paar Augen, was ich bei dir halt bekommen habe, da auch sehr hilfreich, da auch wirklich eine Abschätzung schon mal zu treffen, rentiert sich das. Weil auch wenn man es erstmal leicht antestet, sind ja auch wieder ein bisschen Kosten damit verbunden. Und da ist es halt hilfreich, wenn man da mit überschaubaren Kosten da schon mal irgendwie so einen Fuß ins Wasser halten kann und dann schauen kann, geht es jetzt in die richtige Richtung, wird es wärmer oder wird es kälter? Und auf die Art und Weise, ja, dann eben mit dem zweiten, dritten Paar Augen da auch sich das Feedback einzusammeln und dann auch den Input zu bekommen, was denn eigentlich so sinnvolle nächste Schritte halt auch sind dabei. Und du kriegst ja auch von uns Feedback und nicht nur von mir persönlich, sondern auch von Mitarbeitern von mir, nochmal auch bezüglich den unterschiedlichen Bausteinen. Wir bauen ja auch gerade eine Landingpage extra nochmal. Ja, da gibt es ja Bausteine wie Design, Farben, Logo, Texte, der komplette Funnel sozusagen, ja, Online-, Offline-Material. Wie hilfreich findest du da sozusagen dieses zweite, dritte Paar Augen, wie du schon richtig gesagt hast, beziehungsweise den Faktor, dass du natürlich als Techie, wie wahrscheinlich alle anderen Techies auch, in einer Bubble bist, so wie jeder andere auch in einer bestimmten Bubble eben ist, und dass man da sozusagen nochmal so diesen Marketing-verkaufspsychologischen Aspekt nochmal bekommt. Wie wertvoll findest du das und würdest du das auch jedem anderen Techie weiterempfehlen? Ja, also wir arbeiten ja jetzt nicht erst seit dem Igniting Innovation-Thema zusammen, sondern schon länger. Und von daher, ja, also natürlich braucht man immer eine zweite Meinung. Also gerade wenn man auch noch einzelner Geschäftsführer ist, also so wie ich jetzt, ist es halt auch wichtig, dass man da sich möglichst viel Feedback von möglichst vielen Seiten abholt. Und da ist natürlich jemand, der dann auch Marketing-Erfahrung hat, ist da ein besonders wertvoller Feedbackgeber in dem Sinn. Von daher, ja, auch jetzt bezüglich jetzt dem ganzen Materialien, was du angesprochen hast, Website und so weiter, also wir werden das so Stück für Stück halt aufbauen. Wenn ist halt auch noch ein gutes, also für mich halt hilfreich, dadurch, dass wir schon länger zusammenarbeiten, dass man halt solche Projekte auch mal auf kleiner Flamme starten kann. Das heißt, man muss dann nicht erst mit dem kompletten Invest dann irgendwie gleich reingehen, sondern kann das mal ausprobieren, stückchenweise. Und dann weiß man einfach schon aufgrund von der Zusammenarbeit in der Vergangenheit, dass man das dann so stückchenweise dann erweitern kann. Also wir hatten es ja bei der GMPsoft hatten wir es ja ein ganzes Stück größer angesetzt, gleich von Anfang an. Und das hat ja auch gepasst da, der Neubau letztendlich auch von der Webseite und dergleichen. Und auf die Art und Weise haben wir jetzt halt, also habe ich jetzt halt die Möglichkeit, auch andere Sachen jetzt dann noch auszuprobieren und eben dann begleitend durch die kleinen Marketing, dann von Marketingseite her zu unterstützt zu werden. Da du jetzt sozusagen so ein absoluter Ingenieur bist, ne? Also du bist ja sozusagen also wirklich Deep Dive Techie, kann man so sagen. Es ist so ein
so ein weiter Begriff. Also Software-Ingenieur kann man eigentlich so sagen, ne? Also auch kein wirklich kein Low-Code, Web-Oberflächen, Skripte hin- und herschieber oder irgendwie sowas oder UX/UI oder irgendwie so, wo es ja auch 1 Million Leute gibt, die sehr, sehr wichtig sind, die Skills, aber halt, es gibt einfach sehr viele, die einfach da gar nicht so tief drin sind und es fällt nicht so auf. Wenn man jetzt in der Backend-Entwicklung oder generell in der Software-Engineering also nicht wirklich gut ist, das fällt halt viel schneller auf. Ja. Und was, wo siehst du, wir haben ja auch schon einzelne Coachings gehabt, auch schon letztes Jahr, ne, wo wir quasi auch ein Coaching-Programm noch weiter aufbauen, so eine Akademie für Leute, die einfach nicht weiter wissen oder nicht weiterkommen und teilweise irgendwie schon seit Jahrzehnten oder sowas. Wo siehst du so einen Grund dafür, so mal jetzt mit repräsentativ, warum so viele sich so ein bisschen verlieren oder so mal über Jahre hinweg eigentlich nie wirklich so, sagen wir mal, so ein bisschen so Träumen hinterherjagen häufig, ne? Also wirklich so vielleicht sehr viel können auch, ja. Und aber halt letztendlich irgendwie, keine Ahnung, Amazon revolutionieren wollen oder Booking.com oder irgendwie das nächste Microsoft werden wollen und so weiter. Also das, also wo siehst du da so deiner Meinung nach, ja, aus deinem Blickwinkel, aus dieser Techie-Bubble-Blickwinkel, warum einfach so viele Leute da irgendwo stranden und auch keine, nicht mal Inkrement, also nicht mal kleine Schritte irgendwo nach vorwärts gehen oder weitergehen oder sich weiter entwickeln oder sich da so hart tun. Ist das ein Mindset-Problem, ein Skill-Problem, also Fähigkeitsproblem, Realismus-Problem oder wo siehst du da so die Punkte oder ist das eine gewisse Einflüsse, Social Media oder irgendwo anders her, dass man da quasi falsche Erwartungshaltungen hat, ja, oder ähnliches. Wie ist da so dein Blickwinkel drauf? Oder dein Tipp an jemanden, der... Ja, ich glaube... ...seit 10 Jahren sein eigenes Ding bastelt und nicht weiterkommt. Ja, es ist so ein bisschen wenig Verantwortung zu übernehmen. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen komisch, aber der Punkt ist... Es geht ja nicht darum, dass du jetzt irgendwie so eine super coole Idee hast und dann irgendwie ein Geldgeber vom Himmel fällt, der dir irgendwie mit der Millionengießkanne drüber kippt und du dann praktisch dein Leben lang schalten und walten kannst, wie du willst und einfach nur die coolen Sachen entwickeln. Das ist, glaube ich, so eine bisschen naive Vorstellung, wie halt so ein Startup funktioniert, sondern letztendlich muss man ja erstmal irgendwie einen Beweis erbringen, dass das Ganze irgendwie überhaupt mal interessant ist, da Geld reinzustecken. Also ich sage mal, auch je höher die Ziele sind, desto valider muss ja auch der Beweis sein. Also wenn ich jetzt so eine SAS-Anwendung entwickle, die auf einem bestimmten Markt zugeschnitten ist, die einen Business Case drunter hat, mit einer Technik, die einigermaßen ausgereift ist und ich habe ein Team, was auch solide entwickeln kann, dann hat es irgendwie ist es jetzt vielleicht nicht keine Raketenwissenschaft, aber es hat einen fundierten Case drunter und damit finde ich auch vielleicht noch jemanden, der sagt, okay, da gebe ich dir noch ein bisschen Geld, damit du da weiterentwickeln kannst. Wenn ich jetzt wirklich so auf, ich targetiere jetzt Amazon oder ich versuche jetzt Microsoft auszuhebeln, das ist ja schon vom Anspruch her um einiges höher. Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht funktioniert, aber die Skepsis dem gegenüber wird ja entsprechend höher sein. Das heißt, da bin ich umso mehr in der Verantwortung, den Beweis dafür zu erbringen, dass es geht. Und jetzt habe ich natürlich erstmal kein Geld, aber das ist, um das zu entwickeln, brauche ich jetzt irgendwie erstmal Geld oder ich brauche Kunden, die das kaufen und ich brauche Investoren, damit ich anfangen kann. Aber das ist die falsche Denke, weil man damit eigentlich immer dieses mangelnde Geld als Ausrede nimmt, nicht aktiv zu werden, sondern man macht also so ein Henne-Ei-Problem und man setzt praktisch am falschen Ende von diesem Zyklus letztendlich an. Wichtig ist, dass man erstmal, wie auch immer, dann eben dann muss man eben diese Luftschlösser mal so ein bisschen weiter hinten anstellen, auch wenn das Coolste ist, was jemals entwickelt werden würde. Und muss das mal ein bisschen hinten anstellen und dann erstmal sich um das Geld kümmern. Und das ist so ein bisschen, ja, auch, glaube ich, so die ganze
Mechanik vom Markt nicht verstanden. Also ich habe da auch bei so jemandem mal so eine Aussage gehört, ja, dann muss ich halt jetzt mal zur Bank gehen und irgendwie mir die Millionen holen, Kredit aufnehmen, um das entwickeln zu können. Selbst wenn du bereit bist, eine Million Kredit aufzunehmen und du das persönlich gerne machen würdest, wenn du jetzt halt irgendwelche Häuser in deinem Back, also hinten schon in der Hinterhand hast, wird dir keiner auf so ein Geschäftsmodell den Kredit geben. Also zumindest nicht in institutionellen Banken oder so. Und das ist dann so ein Missverständnis, wie so diese ganze Mechanik ist. Also da ist so dieses Bild, ja, dann holt man sich halt irgendwo einen Kredit über. Also wirklich dieser Betrag von der Million ist damals auch tatsächlich gefallen und das war einfach für mich ein Indikator, okay, also du hast die Mechanik nicht verstanden. Du musst denen auch irgendwas geben, was eine Million wert ist, damit du da mal eine Million Cash bekommst. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, dann ist das, was du denen gegeben hast als Sicherheit, ist dann auch weg. Und da ist so ein bisschen Missverständnis teilweise von den Mechaniken auch noch irgendwie da, wie das Ganze funktioniert. Ja, in der Regel muss man mehr wie eine Million geben, um eine Million zu bekommen, weil das ist ja nochmal ein Aufschlag. Ja. Also da wollen ja auch noch Leute mitverdienen. Ja. Also, und teilweise nicht gar wenig. Ja, du hast ein paar wichtige Punkte angesprochen. Ja, danke schon mal für den Einblick. Was würdest du raten, oder wem würdest du raten, sich mal beim kleinen Marketing eine kostenlose Strategie-Session zu buchen? Also am sinnvollsten ist es natürlich für Unternehmen, die schon eine gewisse Substanz haben. Also das ist halt auch, sag ich mal, vom Kundenstamm her schon so ein bisschen was da ist, das aber noch optimieren wollen. Jetzt von, also so Träumereien, glaube ich, die jetzt einfach noch ganz am Anfang stehen, also das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, bei dir, nachdem du halt auch mit höherkarätigen Kontakten auch immer wieder redest, da ist es schwierig, jemanden unterzubringen, der halt da irgendwie noch ganz am Anfang steht. Also ich denke mal, also so wie es bei uns war, mich gibt es seit 15 Jahren irgendwie am Markt, die Championsoft gibt es seit 2016, uns gab es ja schon ein paar Jahre, wir haben auch schon ein paar größere Projekte auch für größere Kunden gemacht, auch viele Projekte für kleinere Kunden. Da war ja schon was da, aber das ging ja dann darum, das Ganze noch ein Stück weit auszubauen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo glaube ich, der Hebel am besten ist. Also natürlich kann man auch als Anfänger anfangen, aber da ist halt für kleinen Marketing dann auch irgendwie schwierig, den entsprechenden Match zu finden, auch vor allem im Hinblick auf das auf die Kosten, die reinkommen. Also jetzt gehe ich jetzt mal von der Zusammenarbeit aus, wie wir sie machen. Also du hast ja auch noch andere Modelle da im Plan, die dann vielleicht da besser funktionieren in dem Bereich, aber so für die Zusammenarbeit, wie wir sie machen, sollte halt schon ein bisschen Substanz da sein, aber eben auch das Ziel, das Ganze noch auszubauen. Ja, vielen Dank, Michael Franke. Ja, zurück. Ja. Aber im B2B muss ich das ganz anders machen, weil ich will mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gehen lassen, wie ein Kumpel, ja, wo wir uns austauschen, wo eine Win-Win-Situation da ist, ja, wo du bzw. das, was dahinter ist, der Auftrag, der dahinter ist, auch was zu bieten hast, der den Entscheider, den Kontakt weiterbringt, in was auch immer er sich als persönliches Ziel gesetzt hat. Das ist auch so ein Ding, dass wir reden hier letztendlich im B2B. Aber desto mehr B2B es eigentlich ist, also die Verträge, das Geld, ja, die Überweisungen, ja, das passiert alles von Firma zu Firma. Aber das Geschäft geht von Mensch zu Mensch. Das heißt, du musst immer sehen, das ist B2B, das ist Firma zu Firma, aber die Akquise ist von Mensch zu Mensch. Ja, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen differenzieren. Also du hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine, wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, gut. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten,
Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt und man Dinge schnell, schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen, auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.